Seit mittlerweile 12 Jahren gibt es diesen Wettbewerb und er hat in den Städten und Gemeinden unheimliches Innovationspotenzial geweckt, weil nicht nur die Aktivitäten, die in Vorbereitung des Wettbewerbes entfaltet worden sind, wichtig für Stadtentwicklung sind, sondern am Ende hat es immer dazu geführt, dass fast alle Aktivitäten auch in den Städten und Gemeinden umgesetzt worden sind. Ich finde es großartig, dass der Spannungsbogen geschlagen wird, aus der Vergangenheit eigentlich in die Zukunft. Das macht deutlich, dass wir gerade in Sachsen auf unsere historischen Stadtkerne stolz sein können, aber es wenig nützt, wenn die archiviert werden, sondern es ist wichtig, dass da Menschen drin leben, dass man einkauft, dass es Kulturangebote gibt. Und vor diesem Hintergrund erwarte ich mir, dass nochmal ein Schub in unsere Städte und Gemeinden hineingeht, um in diesem Spannungsbogen eigentlich die Zukunft zu bauen. Natürlich sind diejenigen, die über Jahre treu als Sponsoren mitgemacht haben, am besten in der Lage, auch zu erkennen, dass es Erfolge gibt. Und deshalb appelliere ich, dass Sie auch weiter mitmachen und auch in den kommenden Jahren als Partner zur Verfügung stehen. Musik.